Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wir sind heute wieder hier in The Fisherman Fishing Planet. Wir sind auf der Kreuze, auf der Jagd nach der Rotfeder, Grausche und der Schleie. Rotaugen haben wir in der letzten Folge wieder ein paar gefangen. Und jetzt gehen wir mal rauswerfen. Wir haben beim Ende des letzten Videos den Spot gewechselt, um zu schauen, was das ist, so abspielt. Wir werden sehen. Wir sind da 4 Meter Tiefe. Das ist nicht mal so schlecht. So. Und jetzt nehmen wir die 3 was. Da kann ich jetzt nicht verstehen, wenn das 3 Meter ist, oder mal auf 1 Meter. Jetzt werden wir mal noch nicht aus, weil wir haben da einen Fisch. Was haben wir? Eine Nase in Trophäengröße. Haben wir in der letzten Folge auch gefangen. Schön Trophäengröße. Ja, warte mal. Also Fisch fangen tun wir, das ist einmal wenigstens gut. Das heißt, so forsch können wir es gerade gar nicht machen. Aber trotzdem wäre es schön, wenn wir den erwischen, was wir, was ich genommen hätte. Das ist Rotfeder, Grausche, Schleie. So, wir werfen da her aus. Und holen den nächsten Fisch mit der Conti. Ich glaube, es wäre besser, wenn wir eine 2 Conti mitnehmen, aber ist ja wurscht. Rotauge in Trophäengröße. Hatten wir das nicht gerade? Ich hole jetzt. Ah, das war falsch. Ich hole noch mal, die muss ja ein bisschen sicher schauen. Wie viel groß so um. Ja, ja. Die ist im Ordnung. Muss da vernetzt gestoßen sein mit der Rotaugen. Wahnsinn, was da Rotaugen unterwegs sind. So, schnell locker lassen, bis der schon da hintreibt. Dann hoffen wir, dass wir einmal die Grausche erwischen. Weil das ist für die Eichbälle eigentlich. Sollte auch unter den Hautfeder oder Schleier drauf gehen. Das habe ich glaube ich das öfter schon erwähnt. Wäre ich nicht böse. Auch über Kommentare, wo ich den einen oder anderen Fisch erwische. Der zweite Grund wird mir echt besser werden, aber ist ja wurscht.
Jo. Funktioniert ja sauer. Und auch in Profilgröße. Dritte mittlerweile, oder? In Profilgröße. Ja. Und eine Nase. Selbst mal so eine Grießkugeln könnt ihr probieren einmal. Gehen wir mal um auf Grießkugeln. Da fällt ja nicht alles wie von den Teigbälle. Da wird ein bisschen vergessen. Verkaufen. Schauen wir mal mit dem. Vielleicht mögen sie gerade die Grießkugeln mehr, die Karauschen. Und auch hier. Was haben wir dann? Schauen wir, was uns die Grießkugeln bescheren. Also den ersten Fisch auf die Grießkugeln haben wir schon. Und was wird es werden? Ich vermute mal wieder drauf einen Fisch halt auch. Nee, nix einzigartige Nase sogar. Ja, da hab ich auch. Ja. Schreib. Ja. Hab schon gesehen. Eine einzigartige Nase. Und die Rotung genau drauf, ja, hurra. Das war eigentlich der Hauptpunkt, dass ich geswitcht bin, gerade von Teigwelle auf Grießkugeln in der Hoffnung, dass die nicht aufgehen, aber. Anscheinend doch, aber ist ja wurscht. Fisch ist Fisch, alles bringt Gold. Alles bringt XP. Jetzt darf ich zuerst kommen. Ich hätte gedacht, die Kontrollen kommen wieder zuerst. Und wieder ein Rotauge. Da hat sich ein Fisch an meiner Angel ausgetroffen. Sag mal, bist du jetzt etwa etwas Größeres einmal endlich? Schaut fast dann auch aus. Einmal was anderes als wie Rotauge und Nasen.
Oh Gott, die andere kommt auch. Und wenn wir mal die Bremsen um eine Stufe erhöhen, weil das geht sie aus, um in den roten Bereich zu kommen. Und jetzt müssen wir uns beeilen, weil jetzt sind beide roten Fisch. Eine Farbe behalten. Schnell, schnell, schnell. Jo. Leider die Farbe haben wir uns nicht schön ausschauen können, weil da halt auch ja ist noch. Aber ist ja wurscht. Je mehr Fische fangen, umso lieber ist man. Optimalerweise wäre Rautfeder und Karausche und Schleie. Aber. Na, wir werfen da jetzt her aus. Weil jetzt haben wir nämlich einen anderen Fisch schon mal gefangen. Das heißt, vielleicht verirrt sich ja doch noch der eine oder andere auch noch auf einer von den Burten. Das ist schon. Es geht Schlag auf Schlag her, oder? Aber. Hold auf. Der Nase. Hold auf, ja. Das dann ist schon wieder der nächste Name. Dann können wir überlegen, unteres Bock probieren. Ja, rote Auge. Unteres Bock oder vielleicht unteren Bödern auch. Larven, Insekten und Wirbellosen. Probieren wir es. Probieren, wir dürfen studieren.
Dann schauen wir mal, was wir auf der haben. Und das ist wieder Höhetage. Alter, der kann ja aber echt auf alles schauen. Eine junge Praxe. Sehr schön. Endlich einmal was anderes. Das heißt, da bleiben wir mit den Kriegskugeln weiter drauf. Dürfen wir es einmal außer her? Und mit der bleiben wir auf die Mücken laufen. Dürfen wir da drüben bei den Rand, sag ich. Beim Rand fallen immer Blätter und sonstige Insekten eigentlich ein. Tut mir leid, das sind ja Fischsteine, na klar. Als Nahrungsquelle. So, jetzt hast du es wieder wahr. Aber das kann man mittlerweile. Ich hoffe mal, das Warten macht sie ja bezahlt. Wenn wir mal anfangen, die 3 erwischen. Ich will wenigstens einen haben in der Aufnahmeserie von der 3. Einen würde ich gerne erwischen. Ja, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Und sonst, wie geht's euch so? Ja, auf gut. Hab schon Vorbereitungen für Weihnachten getroffen, weil das kommt auch bald. Kann sich nur mal auch um Tage und Wochen handeln. Ich weiß gar nicht, wann das. Ich bin auch gestoßen bei der Mausschatze. Kann sich nur um Tage und Wochen handeln. Weil ich weiß jetzt gar nicht, das Video, wann das jetzt auskommt, nächste Woche, das wird der 10. November sein. Ich bin schon fest beim Einkaufen. Die Adventskalender habe ich schon. Bei der Mädchen her sieht man einen Schwimmer, der bewegt sich, da tut sich auch schon was. Und jetzt schauen wir mal, was wir da haben. Zuerst einmal auf der Konti. Ein Rotauge in Trophäengröße. Willkommen im Club-Netz. Oder Setzkescher.
Was für einer kommt zuerst? Schwimmer oder die andere? Halt Match oder Grund? Ja komm, das ist gescheit auch. Ihr wollt sein in den Club setz Casher. Das war ein Kumpf. Ich sind gratis Eintritt. Jo. Da hat sich einer gemalt. Oh, dann halt das sie jetzt noch einer. War eh klar. Jo. Flussbarsch. Oh. Zum Wechseln. Hab dich. Also, es gibt auch andere Fische außer Rotaugen und die Nase in diesem Fluss. Ja, das ist wieder Rotaugen gewesen. Gut. Na, da bleiben wir auf die Kieskugeln drauf. Öffnen wir es oben aus. Das ist ein bisschen seichter, damit nochmal nämlich da die 1 bis zu 4 Meter, was wir vorgesehen haben. Und die werfen wir da her aus und lassen wir damit auch durch mit rein. Wenn das da jetzt auch wieder zu keinem Erfolg bringt, wir haben noch ein paar Spots, wo wir hingehen können. Das machen wir. Als Luftballon. Stimmt, wir waren nicht unterwegs. Eis. Ist in Ordnung. Aber ich werde nicht aufgeben, weil aufgeben tue ich nur einen Brief. Und das heutzutage nicht einmal mehr. Das glaube ich habe ich schon mal erwähnt, oder? Oh jawohl, da haben wir endlich einen. Dicke Rausche. Behalten. Endlich. Jetzt können wir gezielt auf die Rotfeder gehen einmal und auf die Schleie. Das heißt, warten wir mal ab, bis da einer abbeißt. Ich hoffe, dass das bald einmal ist und inzwischen schauen wir schon mal, was waren da bei den Rotfedern, Teigbälle, Krabbenbrei, Grießkugeln, Möcken laufen, also eher so wie jetzt, das hat nichts gebracht, bei die Schleie angeschnittener Krebs. Das werden wir probieren mit der Conti.
Darf ich noch auswerfen oder nicht? Nein, darf ich nicht. Ist in Ordnung. Okay, halt ein. Wir werfen uns das einmal aus. Einmal ablegen. Zeit in der Tab. Die Nummer 2 ist es, was ich jetzt will. Da werfen wir gleich da in die Mitte. Nein, ja. Für die Schleier. Und da haben wir schon wieder. Ich glaube, Rot Ringbaum war für Rotfeller, oder? Aber da ist schon wieder gerade. Na? Rotfeller, Teigbälle, Graupenbrei, Gries. Graupenbrei. Graupenbrei, wo bist du? Da haben wir ja extra mitgenommen. Jo! Hätte mir jetzt die Grausche nicht gefangen, hätte ich gesagt Spotwechsel. Aber jetzt probieren wir es dann auch mal mit den zwei Sachen ein bisschen. Und wenn mir da nachher keiner vorkommt, dann wechseln wir den Spot wieder. So, das sieht gut aus. Einen von drei haben wir wenigstens. Oder in der Aufnahmeserie jetzt erwischt. Ziel ist schon mal erreicht, was ich wollte. Eigentlich Endziel ist alle drei zu erwischen, aber wenigstens einer. Einer pro Aufnahmeserie, wenn ich ihn erwische, bin ich eigentlich drin. Dann ist wenigstens immer ein Fortschritt. Ja, ich habe jetzt auf die zwei Horten aber noch was geht, oder nicht? Zeig ich mir in der nächsten Folge. Oder willst du noch die Folge? Und weiß schon auch. Ich glaube, wir wollen in der Folge noch eine, komm. Jo, wir wollen auch unbedingt in der Folge eine. Der Fisch. Der Rotauge. Da bist du da, der springt. Ja. Eine Rotauge. Gut. Aber jetzt echt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, beziehungsweise Abend, je nachdem, wann ihr schaut. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ja.
In diesem Sinne, macht es gut. Ciao, ciao.